Also, Craig, bist du bereit für einen total gechillten Tag mit der coolsten Mom? Dann folge mir in die kuschelige und exquisite Höhle. Hier im Hause Williams. Wow, Mom! Ich weiß. So kuschelig und geräumig. Erinnert mich irgendwie an eine Liege. Nur viel cooler. Ich habe sogar für einen sehr großzügigen Blick auf den Fernseher gesorgt. Das ist großzügig. Ich habe das allerdings sehr viel größer in Erinnerung. Das fühlt sich ja eher wie eine Grube als eine Höhle an. Weißt du was? Wir haben doch heute Zeit, um die Höhle noch viel größer zu bauen. Hat sicher nichts dagegen, wenn wir uns ein paar Sachen ausleihen. Also das ist eine richtige Höhle. Brigadegeneral Mom meldet sich hiermit zum Dienst. Bitte um Erlaubnis einzutreten. Sei gegrüßt, Brigadegeneral Mom. Um uns vor Eindringlingen zu schützen, bedarf es der richtigen Antwort auf die folgende Frage. Wie ist der Name deines Lieblingskindes? Du weißt, dass ich kein Lieblingskind habe. Aber wenn doch, dann wäre es sicher Craig. Du darfst eintreten. Gut, dass ich das darf. Ich habe die Hälfte der Sachen hier gekauft, du Schlingel. Erster Stopp, die Kantine. Kantine, 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 Kantine. Ups, falscher Weg. Kantine, 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 Kantine. Ich besorge schnell eine Kleinigkeit zu essen. Bin gleich wieder da. Hier, bitte. Nichts Geringeres als die besten Ananasscheiben. Damit hat sich das Küchenpersonal bestimmt sehr viel Mühe gegeben. Aber ich habe sehr viel mehr Lust auf was Salziges als was Süßes. Ja, tut mir furchtbar leid. Hey, Küchenchef, sie will die Scheiben nicht. Haben wir noch irgendwas anderes? Ach, keine Ahnung. Wie wär's hiermit? Wie kommt der bloß durch den Geschirrspüler? Ist das mehr nach deinem Geschmack? Oh ja. Vorsicht, Mom. Diese Poolnudel ist eine der tragenden Säulen unserer Höhle. Wenn sie einstürzt, dann gerät die strukturelle Integrität unserer Höhle ganz gewaltig in Gefahr. Was weißt du von struktureller Integrität? Strukturelle Integrität ist die Fähigkeit eines Objekts, unter Belastung zusammenzuhalten, ohne dabei zu zerbrechen oder sich übermäßig zu verformen. Hm. Willst du eine Brezel? Ja. Okay, Craig, das ist dein letzter Wurf. Komm schon! Nein! Und damit lautet das Ergebnis im Spiel Keller-Sprungschanzenball jetzt... Craig, 4, ich, 50!